Herzlich willkommen bei DSTV. Hier ist Ihre Emma Stabel und ich melde mich diesmal direkt aus Straßburg, wo ich den Europaabgeordneten Udo Vogt einen Tag lang begleitet habe. Die bundesdeutschen Medien schweigen größtenteils zu der Arbeit des NPD-Vertreters hier im Europäischen Parlament. Dabei gibt es eine Menge zu berichten. Und das wollen wir von DSTV auch gerne tun. Ich habe Udo Vogt ein paar Fragen gestellt und mir angesehen, wie sich sein Tagesablauf so gestaltet. Seit fast 2 Jahren gehört der frühere NPD-Parteivorsitzende Udo Vogt dem Europäischen Parlament an und setzt sich dort mit Nachdruck für ein souveränes Deutschland und ein Europa der freien Völker ein. Dies ist auch als Abgeordneter ohne Fraktionszugehörigkeit möglich, wie er gegenüber DSTV bekräftigte. Herr Vogt, was können Sie als fraktionsloser Einzelabgeordneter hier im Europäischen Parlament bewirken? Dann zunächst einmal ist die Arbeit dadurch etwas beschränkt, dass man nicht Mitglied einer Fraktion ist, aber als Einzelabgeordneter hat man doch die Möglichkeit, unsere Idee von einem anderen Europa, als ein Europa der Banken und Spekulanten, nämlich von einem Europa der Vaterländer, von einem Europa der Identität der Völker, in die Debatten zu tragen, in die Ausschüsse zu tragen und durch viele Anfragen, die ich ja nun mal stellen kann, zu untermauern. Gleichzeitig haben wir also viele Kontakte mit europäischen Nationalisten und Freunden bekommen, die wir vorher nicht hatten. Und diese werden natürlich im Laufe unserer Tätigkeit im Europaparlament jetzt verstärkt. Vogt kennt das politische Geschäft aus dem FF. Der 1952 im rheinischen Viersen geborene Nationaldemokrat studierte nach seiner 12-jährigen Zeit bei der Bundeswehr, die er 1984 als Hauptmann verließ, Politikwissenschaften in München und ist schon seit 1968 Mitglied der NPD. Innerhalb der Partei hatte er verschiedene Funktionen inne. Als ihr Vorsitzender amtierte der begeisterte Segler, Ski- und Radfahrer von 1996 bis 2011, also 16 Jahre lang. Unterstützt von einer kompetenten Mannschaft bringt Udo Vogt nun seine reichhaltigen Erfahrungen auf europäischer Ebene ein. Zuvor war er bereits Bezirksverordneter in Berlin. Wenn Sie einmal Berlin und Straßburg vergleichen, welche Unterschiede gibt es insbesondere auf das politische Klima und den Umgang miteinander? Ja, nur brutal gesagt ist das ein Unterschied wie von der Gosse zum Vier-Sterne-Hotel. Es gab in Treptow-Köpenick kein kollegiales Verhältnis, weder in der Zeit, als wir in der Fraktion waren, noch als wir mit 2 Einzelabgeordneten dort waren. Wir wurden nicht gegrüßt, allenfalls mal verstohlen auf der Toilette. Und ansonsten gab es eine Distanzierung und Beschimpfung. Und während des Redebeitrages, wenn ich dort was gesagt habe, verließen alle Abgeordnete den Saal oder drehten uns den Rücken zu. Sowas ist hier fremd. Im Europaparlament geht es kollegial zu. Egal, ob man sich auf dem Flur begegnet, in der Kaffeebar oder am Flugplatz. Und egal, welcher Partei man angehört, man kommuniziert miteinander. Vogt gehört im Europäischen Parlament dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres an und bringt dort wie auch im Plenum Themen zur Sprache, die andere lieber unter den Tisch kehren würden. Dass er dabei die internationalen Zusammenhänge berücksichtigt, aber stets die deutschen und europäischen Interessen im Blick hat, verdeutlicht dieser Ausschnitt einer Rede aus der Novembersitzung. Statt dort den Menschen zu helfen, wo ihre Heimat ist, wo ihr Zuhause ist, haben wir heute mit Flüchtlingsströmen von Millionen Menschen zu tun. Warum fliehen sie? Sie sprechen immer von Flucht und Vertreibung, aber 80% davon sind Armutsflüchtlinge. Sie fliehen, weil sie keine Perspektive in ihrer eigenen Heimat haben. Und ich kann mir vorstellen, dass Frau Mogherini schwer zu kämpfen hat, um auf solchen Gipfeln mit diesen Ländern zu argumentieren. Man gibt ihr auch gar nicht die Mittel an die Hand, um daran etwas zu ändern. Was nutzt es denn heute, 3,5 Milliarden den Türken zu geben, damit dort Flüchtlingslager entstehen, wo dann Generationen von Flüchtlingen, ähnlich wie die Palästinenser, leben können, um sie von Europa abzuhalten? Was nutzt es uns, über Rückführung in Afrika zu sprechen, wenn die Menschen dort überhaupt weglaufen müssen, weil sie keine Perspektive für sich, für ihre Familie und für ihre... Auch wenn Udo Vogt im Parlament unter den Fraktionslosen sitzt, so hat er doch insbesondere mit den Abgeordneten der Goldenen Morgenröte aus Griechenland Verbündete an seiner Seite, die gemeinsame Ziele verfolgen. NPD und Goldene Morgenröte gehören dem Parteienbündnis Alliance for Peace and Freedom an, das in den entscheidenden Schicksalsfragen der europäischen Völker mit einer Stimme spricht. Wo wollen Sie und Ihre Verbündeten von der Alliance for Peace and Freedom 2016 in den kommenden Jahren vor allem politische Akzente setzen? Na nun, zunächst einmal geht es darum, dass ja offensichtlich nach den neuesten Verhandlungen und Erklärungen mit der Türkei darauf hingearbeitet wird, recht bald die Türkei in die EU aufzunehmen. Und hier werden wir europaweit die Gegenkräfte mobilisieren müssen.
denn viele in Europa sind damit nicht einverstanden. Einen Staat, der offensichtlich die Terroristen der IS ganz massiv unterstützt. Ein Staat, der noch nicht mal Bestandteil von Europa ist, der anderen kulturellen Hintergrund hat als das christlich-abendländische Europa, in diese Gemeinschaft aufzunehmen. Hier werden wir einen ganz deutlichen Schwerpunkt haben. Dann geht es natürlich darum, dass wir die Kräfte bündeln wollen im Kampf gegen den biblischen Massenansturm von Ausländern, der nicht nur Deutschland betrifft, sondern ganz Europa betrifft. Und wenn wir überhaupt noch eine Chance haben, dagegen etwas aufzubieten, dann ist das natürlich ein möglichst gemeinsames Vorgehen in ganz Europa, und darauf werden wir hinarbeiten. Und dann steht da noch das NPD-Verbotsverfahren genauso zur Debatte wie das Verbotsverfahren der Goldenen Morgenröte in Griechenland. Und ich denke, hier ist es für uns ganz wichtig, auch dort Solidarität zu zeigen oder gezeigt zu bekommen. Das muss organisiert werden, dass an den gleichen Tagen Mahnwachen, Demonstrationen vor den deutschen Botschaften stattfinden, damit sowohl die griechischen Kameraden wie wir uns nicht alleine fühlen und auch der Weltöffentlichkeit zeigen können, dass europaweit, ja vielleicht sogar weltweit, sich Nationalisten mit uns und mit unserem politischen Schicksal solidarisieren. Mit der offiziellen Anerkennung als sogenannte Europapartei hat die Alliance for Peace and Freedom eine entscheidende Hürde genommen, um ihren Wirkungskreis auszuweiten und ihren Anliegen in ganz Europa Gehör zu verschaffen. Mit Udo Vogt werden NPD und APF auch in den kommenden Jahren durch einen engagierten Streiter für nationale Identität und ein Europa der Vaterländer vertreten. Und zwar genau dort, wo es den herrschenden politischen Kräften in der EU am meisten wehtut, nämlich im Zentrum ihrer Macht. Ich denke, dass sich die Arbeit von Udo Vogt und seiner Mannschaft wirklich sehen lassen kann. Bevor die heutige Sendung zu Ende geht, möchte ich Sie noch einmal ganz herzlich bitten, uns als notwendiges Korrektiv zu den etablierten Einheitsmedien zu unterstützen. Entweder mit einem Abo der Deutschen Stimme oder einer Spende an die gleich eingeblendete Bankverbindung. Machen Sie es gut, ich verabschiede mich nun aus dem schönen Elsass, Ihre Emma Stapel.